Da geht's irgendwohin weiter. Ich will jetzt mal zu den Kindern da oben. Vielleicht ist ja irgendwas Wichtiges, irgendwas Elementares. Und ich renne da einfach dran vorbei. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben doch... Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen den Teddybären austauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihi, schon okay, darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hilfeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Komm, wir schauen mal nach, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hilfeklos. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bluffst doch nur. Ja, das wird sich ja noch zeigen. Können wir dann damit nochmal reden? Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht die Quälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach alle Köpfe klopfen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Los geht's. Och komm. Maus benutzen. Soll man jetzt echt hier spielen in dieser Runde? Ach Gottchen. Ich bin so gut, nicht gut. Das passt jetzt irgendwie überhaupt nicht ins Spiel rein, muss ich sagen. Ich bin so schlecht. Ich bin echt schlecht gerade. Wie lange geht denn das? Achso, die Sekunden sind oben rechts. Okay, die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 42 gesichteten Zielen hast du 51 Mal zugeschlagen und dabei 39 Mal getroffen. Das ergibt 92% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich. Okay, wir mussten das machen, um eine Erinnerung zu bekommen. Müssen wir jetzt alles ständig hier durchspielen, oder wie? Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott! Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Okay, ist gut, dass ich die direkt angesprochen habe. Das müssen wir alles nochmal machen oder hier nochmal überall nochmal langlatschen. Muss ich jetzt da lang? Sind die jetzt hier? Da sind die. Ham, yam, yam. Om, nom, nom. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nie mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Ich wundere mich. Also, okay. Die Vorlieben für die Kinderbücher waren eigentlich von Joey. Der Geschmack für die Oliven war eigentlich von Joey. Was ist da passiert? Was ist da los gewesen? Warum haben wir mit Johnny zu tun? Warum hat Johnny denn alles übernommen? Oder war es gar nicht Johnny? Okay, aber nur auf den Spielplatz. Und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Notiz, eingelegte Oliven erhalten. Das ist seltsam. Das ist alles echt seltsam. Eingelegte Oliven... Das war die erste, ne? Johnnys Lieblingsspeise.
Joeys Lieblingsspeise. Was ist denn da los mit denen? Ich verstehe es noch nicht. Wahrscheinlich kommen wir das später zu. Hoffe ich doch sehr. Es werden 5 Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Ja, schön. Da fehlt dann noch einer. Wo kriege ich den letzten her? Okay, haben wir. Also einfach nur hier hinlatschen und gut ist. Ich speichere nochmal eben. Speichern. Na, Fall 2. 4 Stunden 26. Das Spiel ist doch einigermaßen lang, muss ich sagen. Hallo? Ach, er läuft weg. Wo kann ich jetzt hier Erinnerungen haben? Oder was machen? Da hoch kann ich gehen. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Alles klar, das ist der Spielplatz ist hier leicht zu Ende. Sollen wir ihm jetzt einfach folgen? Hä? Hier geht's nicht weiter? Ist so still hier. Da ist gleich der Leuchtturm, oder? Nee. Wow. Oder der Mond. Naja, okay, er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mami allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ihr jedes Mal, dass wir nur zelten waren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist, kurz gefasst, die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige, ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumstreuen. Ja? Tiger mit Schuhen. Ach nee. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz?
Oh, entschuldige, ich wollte mich nicht hier ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste das auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle darüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal, den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Sternen kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Also sehr romantisch. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternenbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternenbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay, von drei. Drei. 2, 1 und los. Ich sehe es. Und wo? Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als all die anderen es tun. Als all die anderen es tun. Ja, doch, das war richtig. Ich verstehe nicht. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Ich sehe es leider nicht. Da drüben, stimmt's? Das sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da oben, das sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond ist sein großer, runder Bauch.
Ah, ich sehe es. Ja. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, es muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich beim Club den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist. So eine Art Entenbiber-Tier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny? Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalt es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren? Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, es hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und ein Schmatzfetzen daraus macht. Schmachtfetzen. Was? Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder? Doch? Es ist unser Job, Neil. Was wollen die jetzt wirklich machen? Die wollen sich auf den Mond treffen. Das heißt... Aha. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein! Eva...